Bevor Sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben, gibt es wichtige Dinge zu beachten. Hierzulande muss jede Arbeitsstelle angemeldet und mit einem Arbeitsvertrag rechtlich abgesichert werden. Ein Arbeitsvertrag enthält üblicherweise Angaben wie die Beschreibung der Tätigkeit, der im Rahmen der Tätigkeit zu erledigenden Arbeiten, die wöchentliche Arbeitszeit, das Gehalt, Urlaubsanspruch etc. Unter Umständen existiert für Ihre neue Arbeitsstelle auch eine Funktionsbeschreibung, die Details zu Ihrer Arbeit, Ihren Vorgesetzten und Untergebenen, sowie speziell genannte Tätigkeiten enthält. In den meisten Fällen darf eine Tätigkeit offiziell erst nach Erhalt und gegebenenfalls Prüfung des Arbeitsvertrages begonnen werden. Daher sollten Sie einen Arbeitsvertrag grundsätzlich sehr genau lesen und bei Unklarheiten diese mit Ihrem neuen Arbeitgeber durchsprechen. Es gibt Angebote, Arbeitsverträge individuell prüfen zu lassen, zum Beispiel von Arbeitnehmerverbänden, Gewerkschaften und Rechtsschutzversicherungen. Manche Großunternehmen haben neben den individuellen Verträgen mit den einzelnen Mitarbeitern noch sogenannte Mantelverträge abgeschlossen mit zum Beispiel Gewerkschaften, Berufsgenossenschaften oder dem Betriebsrat. Sollte auf diese Mantelverträge im Arbeitsvertrag verwiesen werden, müssen Ihnen auch diese schriftlich ausgehändigt werden. Der Arbeitsvertrag stellt die rechtliche Basis für jegliche berufliche Anstellung dar. Nur Dinge, die im Arbeitsvertrag stehen oder gegebenenfalls in unterschriebenen Ergänzungen, haben zum Beispiel vor dem Arbeitsgericht auch Relevanz.